Das folgende Video ist nur eine Fanzusammenfassung und soll das Original nicht ersetzen. JoJo Part 7 Steel Ball 1 gehört Hirohiko, Araki und Shueisha. Bitte unterstützt das Original und bitte strikt mich nicht. Also, ehrenhaftes Moin Leute und damit mal wieder willkommen back zu einem neuen freshen Video. Und heute gibt es mal endlich wieder Manga in Minuten statt wieder Anime in Minuten. Nämlich heute geht es um JoJo Part 7 Steel Ball 1 sehr freshes Teil. Sogar so ein freshes Teil, sodass ich mein Profilbild geändert habe. Ich sag jetzt einfach mal die Grundfähigkeit von ihm. Er kann so gesehen seine Fingernägel schießen und dann hat er für eine Sekunde keine. Und ich habe halt maximal 3 Fingernägel. Deshalb finde ich Johnny Joestar eigentlich ganz nice. Als nächstes gibt es jedenfalls Part 8, also ich glaube JoJo Lion. Und damit würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Der ganze Arc findet jedenfalls im neuen Universum im Jahre 1890 statt und beginnt in einem Ureinwohnerdorf, wo die dortigen Krieger Sandman beseitigen möchten, da dieser sich die Techniken der Weißen, welche den Stamm schaden wollen, aneignet. Er lässt sich auch von einem Pferd treffen, damit er entkommen kann, worauf er auf seine Schwester trifft. Sandman eignet sich die Sachen auch nur an, da er nur so gegen die geldgierigen Weißen ankommen kann. Bald findet aber das Steel Ball Race statt, wo man einfach mehr als 50 Millionen Dollar gewinnen kann und dort will Sandman mitmachen, damit er das Land seiner Vorfahren rechtmäßig erwerben kann. Dieses wird auch von Mr. Steel veranstaltet, der sehr interessante Takes droppt und das Ganze geht über eine Strecke von 6000 Kilometern, da es den Erfinderreichtum der Menschheit aufzeigt, damit diese vom Pferd endlich wegkommen. Da das auch in der USA stattfindet, sind Waffen natürlich erlaubt. Die Favoriten sind hier jedenfalls Mountain Tim, Afdol, Dortan und Dio aka Diego Brando. Außerdem ist noch Gyro Zeppeli dabei, welcher auch direkt mal jemanden irgendwie zu Boden gehen lässt, da dieser seine 20 Dollar für die Teilnahme Name Stahl. Nun begegnen wir aber dem faulen Poco Loco, der ebenfalls mit dem Preisgeld Land kaufen will und währenddessen hat Gyro einen komischen grünen Ball bei sich. Der Typ von vorhin will jetzt auch wieder Stress, worauf der Bruder sogar gegen diesen kämpfen möchte, jedoch kann der Unbekannte nicht mal abdrücken, da der grüne Ball trifft. Der Angreifer will jedoch immer noch nicht aufgeben, jedoch wendet sich sein Arm auf einmal gegen ihn, worauf das Duell beendet ist. Danach trifft er auf Johnny Joestar, bei dem es gar nicht läuft. Damals war dieser auch ein Wunderkind, was das Pferdereiten angeht und deswegen kam er auch gut bei den Mädels an. Nach und nach wurde er deswegen auch arrogant, sodass er einen Jungen mies behandelte, weshalb dieser Johnny anschoss und er darauf ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort nahm ihn ein Mann auch so viel Blut ab, sodass er nun seinen Unterkörper nicht mehr benutzen kann und so auch alles verlor. Jetzt lässt ihn aber Gyro kurz aufstehen und da das durch den Steel Ball passiert ist, will Johnny diesen erneut anfassen, jedoch verändert der Hutträger JoJos Hand. Der Typ mit dem freshen Outfit will auch für das Rennen ein Pferd besteigen, aber das klappt nicht so wirklich. Währenddessen gibt Johnny aber nicht auf und Gyro respektiert seine Hartnäckigkeit, sodass er ihn aufs Pferd hilft. Nun beginnt jedenfalls das Rennen und der erste Stopp von 9 ist bei einer Kirche. Und so eher man bei den Stops ankommt, bekommt man auch viel mehr Geld. Gyro übernimmt gleich mal die Führung, aber dicht hinter ihm befindet sich Dio. Jedenfalls ist auch Afdol mit einem riesigen Kamel da, welcher den Bruder mit den grünen Augen ausschalten will. Er benutzt aber seinen Steel Ball und Afdol bekommt Gyro auch fast dran, jedoch wird dieser zum Glück noch von Kakteen aufgehalten. Das alles auch nur, da die Kugel diese mit Hilfe von Staub versteckt hatte. Jedoch holt Dio auf und so wie er sein Pferd kontrolliert, verbraucht er beim Beschleunigen auch kaum Ausdauer, sodass Diego sogar führt. Also benutzt Gyro nun wieder seinen Steel Ball, womit er sein Pferd Schmerzen zufügt, sodass dieses einerseits schneller wird und andererseits die Brücke vor Diego zerstört, womit der Kontrahent zurückbleibt. Währenddessen wacht Poco Loco zu spät zum Rennen auf, jedoch legt er nun richtig los, da ihm eine Wahrsagerin sagte, dass er übelst Glück haben wird. Der Typ hat hier auch ordentlich Luck und er trifft hier auch auf Sandman, der über eine Klippe springt. Also folgt er diesen natürlich. Das Pferd hat darauf aber glaube nicht so Bock. Johnny will auch Gyro folgen, damit er den Steel Ball bekommt, der jedoch einen Umweg durch den Wald nimmt. Aber auch Poco Loco folgt ihn hier und gefühlt schläft er ein, aber mit seiner Confidence kommt er trotzdem durch. Auf einmal verlässt ihn aber sein Glück, jedoch zieht sein Pferd ihn einfach weiter. Da Gyro aber mit seiner Kugel sich den Weg bahnt und die Äste nun aber wieder zurückkommen, wird Poco Loco übelst vom Baum weggefetzt. Der Bruder entkommt jetzt dem Wald und warum ist der andere eigentlich immer noch auf seinem Pferd? Und auf einmal bekommt Poco Loco einen Tipp von seinem neu erweckten Stand namens Heya. Bei dem gefährlichen Hügel sollte man auch am besten nicht beschleunigen, aber genau das macht der Typ halt nun, womit er die Führung übernimmt. Jedoch überschlägt sich sein Pferd, sodass Gyro wieder erster ist. Aber sein Pferd wurde einfach durch eine tote Kuh gerettet, womit Poco Loco wieder führt. Deshalb benutzt Gyro wieder seine Kugel und damit zerstört er einen Hügel, auf welchen sich Sandman befindet. Zu Fuß ist Usain Bolt nun auch einfach auf den ersten Platz, da er seinen eigenen Laufstil gefunden hat. Außerdem boostet Heya offenbar das Glück.
zurück. Nun holt jedoch Johnny auf, jedoch wird ihm Dio gefährlich, sodass er diesen mit Stein trifft und natürlich ist auch wieder Sandman da, nämlich auf der Führungsposition. Jedoch bekommt Pocoloco wieder Hilfe von seinem Stand, sodass sein Pferd einen toten Baum als Sprungbrett benutzt, aber trotzdem ist Shiro schneller. Nämlich lässt dieser sich durch den Wind und durch seine Steel Bolts boosten, sodass dieser den ersten Stopp gewinnt. Dieser kann aber nicht auf den ersten Platz sein, da er Sandman durch die Hügelzerstörung behindert hatte. Damit ist Shiro nun auf den 21. und Sandman auf den ersten Platz. Shiros Kugeln sorgen jedenfalls auch dafür, dass Muskeln nicht wie gewohnt funktionieren. Offenbar läuft auch unter den Teilnehmern ein Mörder frei herum und was hat der hier bitte gemacht? Bei Lucy Steele, also der Frau des Veranstalters, ist jedenfalls Mountain Tim, welcher sich gleich mal an der 14-Jährigen ranmacht. Der Typ ist by the way 31. Auf dem Weg zum zweiten Stopp wird es vermutlich auch einen harten Kampf um die Wasserquellen geben und los geht's. Shiro ist auch gleich mal an erster Stelle, worauf Johnny ihm natürlich folgt und zwar in die trockene Wüste ohne Quellen. Mrs. Robinson ist ihm jedenfalls auf den Fersen und eventuell haben die Zorro-Kopien ein bisschen wenig Navigation. Bruder, und was ist das für ein Star Wars Laser? Shiro hat dadurch jedenfalls Ohrenschmerzen und auch Johnny bekommt seine Armhaare weggelasert. Das passiert nämlich durch die Nadeln des Schola-Kaktus, wirklich keine Ahnung, wie man das ausspricht, und nun werden erstmal Johnnys Zügel und danach noch Johnny Hart getroffen. Er möchte auch, dass Shiro ihn verlässt, jedoch stimmt dieser auf Robinson zu und er benutzt hier auch seine Steel Bolts, jedoch wird der Bruder getroffen und die Kugeln haben nicht mal gehittet. Und ist das ein Manga von Junji Ito? Der Typ züchtet einfach mal Insekten in seinem Körper, welche die Holla-Kakteen auslösen, jedoch sind Shiros Kugeln immer noch am Boden und dessen Vibrationen treffen Robinson übelst. Nun wird aber von den 9-jährigen Dienerjungen Marco erzählt und da dieser unrechtmäßig angeklagt wird, soll dieser exekutiert werden. Mittlerweile versucht Johnny auch die Rotation nachzumachen, welche Shiro mit seinen Kugeln immer ballert. Rest in peace, Johnny. Jedenfalls will Shiro Marco retten, jedoch braucht er dafür einfach mal die 50 Millionen. Bruder, okay, das ist sogar mal höher als die höchste echte Kaution. Auf einmal erscheint jedoch ein Mann und der sollte mal seine Hände waschen. Jedenfalls wurde dieser von einem Salamander vergiftet und André Boom Boom scheint hier zu sterben. Auf einmal gehen aber Shiros Schuhe kaputt und darauf kommt die Boom Boom Fam vorbei. Zeppeli hat auch Andres Messer angefasst und darauf werden einfach mal seine Beine durchstochen, welche auch immer größer werden. Jojo will auch Andres Vater und Schwester abschießen, jedoch zerlegt sich seine Gun auf einmal selber und dessen Einzelteile greifen einfach mal Shiros Haut an. Er ist nun also wie ein Magnet. Offenbar hat es einfach mit Eisenkontrolle zu tun, da dieses im Blut und in den Gegenständen ist. Shiro wendet auch einen tödlichen Messerangriff ab und attackiert danach mit seinen Kugeln Andres Dad, aber dieser hält diese, als wäre es nix, einfach mal auf. André ist nun auch nicht mehr vergiftet und Alter, was ist das für eine lange Zunge beim Stand Tomb of the Boom. Shiro wirft nun einen anderen Steel Ball und da André diesen aufhalten kann, boostet er einen Stein, welcher für einen fetten Treffer sorgt. Und dadurch, dass sie nun an Distanz gewinnen, ist Shiros Bein nun auch weniger ein Werkzeugkasten. Jetzt schießt aber der Vater Benjamin durch seinen Sohn, worauf dessen Blut durch den Schuss auf Johnny landet. Außerdem verfolgt Mountain Tim auch noch die Familie, also packt der Vater Eisen in sein Gesicht, womit er sich als Johnny ausgeben kann. Er will zwar Tim fighten, jedoch ist dessen Stand, Oh Lonesome Me, sein Seil, wobei er auch seine Finger gut aufteilen kann. Aber Benjamin befreit sich, sodass dieser nun entkommt und Tim den echten Johnny verdächtigt. Jedoch wird nun auch Johnny ein Eisenmagnet und von Metallgegenständen getroffen, da Johnny ja von dem Blut auf der Patrone was abbekommen hatte. Aber auch Tim wird von dem Stand der Boom Boom Family beeinflusst und da Shiro ein Fels, welcher Eisen enthält, zerstört, wird der menschliche Magnet zum Schweizer Käse, worauf er wegen des Magnetismus auf Johnny zufliegt, jedoch kann sich Tim noch mit seiner Fähigkeit retten. Nun arbeiten die drei aber auch zusammen. Tim erzählt nun, wie er vor 15 Jahren ein mystisches Gebiet namens Devil's Palm betrat und da dort kein Kompass funktionierte, drohte er zu verdursten. Jedoch erwachte darauf sein Stand und er vermutet, dass das durch das Gebiet passiert ist, sodass die Boom Boom Family dort auch gewesen sein muss. Diese taucht nun auch wieder auf und sie benutzen nun ihren Stand, welcher mit den Eisen im Sand angreift. Damit kann sich jetzt sogar L.A. Boom vor Johnnys Schuss schützen. Der Stand kappt nun auch Tims Seil, sodass dieser nun durch den Magnetismus auf Johnny zufliegt, jedoch soll er nun die gleiche Rotation mit einer Patrone machen, wie er es schon davor mit den Korken geübt hatte, was er diesmal auch schafft, jedoch kommt Benjamin dazwischen, weshalb die Situation ausweglos scheint. Jedoch sind die Rotationen nun auf French Nails angelehnt an Johnnys Hand, was auch sein Stand namens Tusk ist und damit macht er Benjamins Unterkörper so nutzlos wie seinen eigenen. Diese Variante ist sogar für Shiro neu und nun greift L.A. Johnny mit dem Stand an, jedoch kann Johnny nun deren Fußballkarrierechancen beenden und offenbar hat Johnny nun einen Stand, da sie auch im Devil's Palm Gebiet sind. Wegen dem gefährlichen Gebiet wollen sie nun auch verschwinden und Shiro hat einfach mal ein Kopfgeld von 200.000. Jedenfalls zeigte sein
Vater ihm die Rotation und den Umgang mit der Kugel, da das schon seit Generationen in der Zeppeli-Familie weitergegeben wird. Seine Familie ist zudem noch eine Henkersfamilie und ursprünglich wurden dafür auch die Steel Balls geschaffen, damit dieser Job reibungslos verlaufen kann. Für Gyro war diese Aufgabe auch nie ein Problem, bis er von Marcos Fall mitbekam und mit dessen Urteil war er nicht einverstanden. Währenddessen ist Oyeko Mova darüber verärgert, nicht zu führen und darauf schleicht sich dieser in Tims Raum, jedoch wird er genau von diesen ertappt. Und was ist bitte mit der Haut des Neuen los? Offenbar wird Gyro auch von seinem König durch ein heilendes Zombiepferd unterstützt. Tim lässt jedoch nun Oyeko Movas Haut los und darauf tauchen komische Uhren auf, was durch dessen Stand namens Listen to the Rhythm passiert ist. Sekunden später explodiert die Haut und Tim wird darauf verletzt. Nun schleicht sich der Bombenmann an Gyro ran, aber zum Glück bemerkt dieser das noch rechtzeitig. Trotzdem wurde er von Oyeko Mova getaggt und wenn der Bruder nun den Steelball loslässt, dann explodiert alles. Damals ermordete Oyeko Mova auch fast Gyros König und nun verwandelt dieser sogar eine Maus in eine Bombe, das geht gegen den Tierschutz, welche für eine heftige Explosion sorgt, aber zum Glück überleben alle drei. Jedoch ist seine Uhr abgefallen, weshalb es nun droht zu explodieren, aber Gyro kann das nochmal auf schmerzhafter Weise verhindern. Durch sein Schwitzen drohen die Uhren auch wieder abzugehen und da alles nichts nützt, wirft er den Steelball, weshalb Gyro aber hardcore einstecken muss, jedoch trifft er Oyeko Mova sehr stark, aber dieser will nun zum Zombie-Pferd. Der Bruder hat sich so gesehen auch auf Johnnys Niveau begeben, da das besagte Tier Wunden heilen kann, also verfolgen sie nun den Typen. Auf einmal verschüttet der Explosionstypi aber Wasser und selbst dieses hat er nun in Bomben verwandelt. Deshalb beschleunigen Johnny und Gyro mit ihren Pferden, nämlich beschleunigen sie in Bienen von Wish, also Wespen, die natürlich auch am Ticken sind wie Rapper in ihren Texten. Deshalb wirft der Bruder wieder seine Steelballs, womit er Spinnenweben einsammelt und so die Bienen beseitigen kann. Auf einmal wird Gyro aber von irgendwas getroffen, nämlich verwandelt Oyeko Mova nun sogar Rauch zu Bomben. Rauchen ist halt schädlich. Johnny leitet nun aber an den Spinnweben Rotation aus einfach seinen Fingernägeln weiter. Damit ist Gyro nun auch in der Range, sodass seine Kugel trifft und mit einer weiteren ist Oyeko Mova besiegt. Die beiden treffen jetzt jedenfalls beim Zombie-Pferd ein und damit kann Gyro seine Sprengwunden fixen. Bruder, und warum ist hier auf einmal Jesus? Jedenfalls reinigte Josef von Arimathea dessen Körper und darauf schrieb er eine Karte, wo man jedoch nicht den genauen Nutzen von kennt. Nun trifft das Duo aber auf Stroheim und dieser holt die deutsche Technologie raus, was will man auch erwarten, worauf er Gyro durchlöchert. Mit seinen Steelballs kann er aber seinen Körper gegen weitere Treffer schützen, jedoch droht der Typ damit Johnny zu erschießen. Also startet Zeppeli einen mächtigen Angriff, womit Stroheim entsorgt wurde. Auf einmal reißt sich aber Johnnys Hand auf und Heidige ist jetzt auch noch sein Oberkörper am Ende. Diese wird jedenfalls von irgendwas durchbohrt, worauf diese wieder geschlossen wird, aber irgendwas ist hier falsch. Auf einmal spricht Mr. Steel eine heilige Leiche an, was offenbar das echte Anliegen des Rennens ist. Und was sind das für drei Typen? Offenbar wählt die Leiche auch einen aus und sie würden auch Gyro entsorgen, um an die Teile der Leiche zu kommen. Die Route des Rennens ist by the way auch die gleiche, welche auf der Karte von Josef von Arimathea eingezeichnet wurde. Und der Typ ist einfach mal der Präsident namens Funny Valentine. Lucy Steel kommt jedoch mit Kaffee rein, welchen sie verschüttet, jedoch ist dieser ein Augenblick später einfach wieder weg. Und auf einmal ist nur noch Gyros Pferd da, jedoch fehlt von ihm selber jede Spur. Danach verschwindet selbst noch das Pferd und offenbar ist der Gegner oben im Himmel. Adios an Johnnys Pferd. Wenn sein Unterkörper verschwindet, wird das denke mal nicht so ein Problem sein. Jetzt wird aber sein Gesicht geangelt und die Schnur kann er auch nicht durchtrennen. Er wird den Haken aber los, aber er hat nun ein Problem. Für ihn ist das auch gefährlicher, da er ja nicht weglaufen kann, jedoch kann er sich mit seiner Fähigkeit in Sicherheit boosten. Offenbar ist dieser Angelhaken auch vorhin durch seine Hand gegangen und zudem ist dort nun auch eine weitere Mumifizierte. Der Stand-User hat Gyro aber am Leben gelassen und da Jojo jetzt gebaitet wird, werden Handshakes von nun an schwierig. Es scheint auch so, als würde der Angreifer diese mumifizierte Hand mit seinem Stand Wyatt angeln wollen, aber auf einmal taucht Johnnys Stand auf und Jojo erkennt nun, dass die Gegner alle Leichenteile zusammenfügen wollen. Durch den Aufprall eines Steelballs durch Gyro weiß Johnny nun auch endlich die Position des Gegners, welcher zunehmend aggressiver wird. Um Jojo aufzuspüren, holt der kleine Giftzwerg sein Pferd wieder, also findet er Joestar und das sieht jetzt gar nicht gut aus. Jedoch war das einfach eine Art Schattendoppelgänger, welchen Johnny mit seinem Stand gemacht hatte, sodass er nun seine Spirit, Nailgun abfeuert und damit den Gegner besiegt. Dachtet ihr jedenfalls. Dieser kleine Hund ist nämlich immer noch am Leben und er hat nun sogar beide am Haken. Jedoch schnappt sich Gyro wieder sein Steelball und er greift an, aber der Gegner unterbricht den Angriff, worauf er sogar an die heilige Leichenhand kommt und damit hat Joe auch keine Fähigkeit mehr. Jedoch lässt Gyro den Nägel der Hand rotieren und damit wird der Kleine ganz schön erledigt, worauf Jojo die Hand wiederbekommt. Kann der jetzt eigentlich mit so drei Händen gleichzeitig zocken, Alter? Johnny möchte jedenfalls alle anderen Leichenteile noch finden, damit er dann vielleicht mal
rechtzeitig aus dem Bett kommt. Ey, das ist so gottlos. Und irgendwie gibt es ja noch das Wettrennen, also moin Diego und Sandman. Jetzt bleiben nämlich nur noch 600 Meter bis zum nächsten Ziel, jedoch liest Johnny lieber das Kreuzwort Rätsel. Dadurch merkt er jedenfalls, wo das nächste heilige Körperteil ist und er finisht hier auch auf den zweiten direkt hinter Diego. Bruder, und der Präsident ist einfach ein krasser Alkoholiker. Valentine hat jedenfalls auch ein heiliges Körperteil, nämlich das Herz, was aber auch Lucy Steele mitbekommt. Bruder, und was ist mit Dio passiert? Diesem wollen sie auch nicht wirklich helfen, da er als hinterhältig gilt, aber sie entscheiden sich doch dafür. Und wirklich, was ist mit dem los? Dio hat aber auf die beiden gar keinen Bock, also verschwinden sie wieder. Und was ist das für ein großes Skelett? Weiter geht's mit dem Rennen und Bruder, was bringt hier Brando für einen schlechten Joke? Und der ist doch irgendwie beim Zirkus. Jedenfalls verbringen sie jetzt die Nacht in einem Dorf und der macht ernsthaft Gargiel aus Fairy Tail nach. Und dieser Typ ist doch for real durch. Auf einmal verwandelt sich jedoch Dio zu X-Drake aus One Piece und greift die beiden nun an. Deshalb benutzt Jojo auch wieder seinen Stand, jedoch kann die Riesenechse dessen Schüsse easy dodgen. Jedoch kann Gyro Dio austricksen, sodass seine Kugel trifft, aber offenbar ist das dem Dino egal. Dadurch, dass sie sich aber verstecken, entkommen sie auch erstmal dem Typen, jedoch lagen sie die ganze Zeit auf Jurassic Park angelehnt auf einen weiteren Dino, vor welchen sie aber doch noch entkommen. Außerdem zeigt Johnnys dritte Hand nun die Location des nächsten heiligen Leichenteils, sodass sie nun zu dem Hügel wollen. Wir erfahren nun auch mehr über Dio, nämlich wurde dieser als Baby von seinen Eltern lebendig begraben, jedoch regnete es stark und schlussendlich entschloss sich seine Mutter, trotz des gewaltigen Ehemannes, Diego doch zu retten. Danach lebten sie in Armut und da sie einen Typen korbte, wurden beide selbst bei der Essensvergabe schikaniert. Dios ehrenvolle Mutter nutzte jedoch ihre Hände als Schale, sodass sie sich zwar stark verbrannte, aber dafür ihren geliebten Sohn füttern konnte. Da sie aber wegen dieser Aktion ein Jahr später starb, schwor Dio Rache, besonders da die Ansässigen die beiden verurteilten und aus diesem Grund möchte er durch das Rennen an Ruhm gewinnen und es denen so richtig zeigen. Es geht weiter in der Gegenwart und Brando will einfach nicht aufgeben. Außerdem werden sie sogar von kleinen Minisauriern genervt und natürlich können auch die der Nagelpistole ausweichen. Außerdem wird das Duo von diesen sogar markiert, aber Gyro kann die Dinos zum Glück mit seinem Steelball beseitigen und deshalb kehren die nach ihrem Tod auch wieder in ihren Normalzustand zurück. Das gibt mir so ein bisschen Berserk Lost Children Arc Vibes. Sie könnten jetzt auch entkommen, jedoch wurden selbst die Dorfbewohner in Dinos verwandelt, naja, in Minecraft wären Zombies und sie drohen sich jetzt auch selber bald in Reptilien zu verwandeln. Das Duo könnte jetzt auch schnell Dio besiegen, um die Standfähigkeit aufzuheben, jedoch will sich Gyro eher das nächste Körperteil holen, da diese offenbar die Dino-Verwandlung zurückhalten. Beim Erklimmen des Hügels bewegt sich auch auf einmal der Boden, da das nahegelegte heilige Körperteil auf Johnnys dritten Arm reagiert. Auf einmal erscheint aber ein Stand, welcher die neuen Körperteile, also in dem Fall die Augen bringt, jedoch schnappt sich Dio diese. Und by the way, auf der Tabellenliste ist einfach Kanye drauf. Der Stand teilt Dio jedenfalls den nächsten Leichenstandort mit und deshalb greift Johnny diesen auch an, aber diese Attacke wird leider abgeblockt, da nun Gyro unter Dios Kontrolle steht. Auf einmal taucht aber ein komischer Typ auf und dieser hat einfach mal Brando zum Dinosaurier-Anführer mit seinen Stand Scary Monsters gemacht, sodass er von diesen die Augen bekommt. Ferdinand möchte nun auch den dritten Arm von Johnny bekommen und offenbar bekommt man, wenn man alle Leichenteile hat, unglaubliche Kraft und ein unendliches Königreich. Johnny entfernt jedoch seinen Arm, sodass seine Dino-Transformation nicht mehr aufgehalten wird und mit funktionierenden Unterkörper, coole Frankie-Pose by the way, kann er natürlich endlich richtig gegen den Gegner antreten. Er schnappt sich auch die Augen und wirft diese Gyro zu und dadurch ist der Bruder wieder normal. Außerdem bekommt er ein cooles Tattoo und sein Steelball ein Auge. Mit dieser Verbesserung kann er Ferdinand nun gut zusetzen und außerdem hat er nun auch eine bessere Sicht, sodass er den versteckten Ferdinand entdeckt, womit Johnny diesen wegfingern kann. Da der Stand-Nutzer nun auch besiegt ist, sind die verwandelten Dinos auch wieder in ihren normalen Zustand, jedoch hat Gyro einfach nur ein Auge bekommen, da Dio das zweite in seinen eigenen Händen hält, welcher nun einen Dino-Stand hat und dieser heißt ebenfalls Scary Monster. Aber weiter geht's mit dem Rennen, wo das nächste Ziel Cannon City ist. Dort benutzt Dio auch seine Dino-Instinkte, um an Schnelligkeit zu gewinnen und nun heißt es entweder durchs Wasser oder über die Berge. Diego, Gyro und Johnny nehmen natürlich das Wasser. Der Nagelbruder meint auch, dass Dio einen Vorteil durch einen gewissen Hunger hat und alle gehen nun an Land. Gyro wirft nun den in Wasser getränkten Ballast ab, um schneller zu sein, jedoch scheint es nichts zu bringen. Da außerdem noch Pocoloco ihn überholt, nutzt Gyro sein Steelball, um Körperflüssigkeit zu verlieren, aber einfach Johnny kommt von hinten auf den ersten Platz und sein Mate ist einfach trotzdem Dritter. Deshalb erkennt er auch, dass ihm wirklich der gewisse Hunger fehlt. Jedoch hat einfach die Teilnehmerin Hotpants die Ziellinie schon eine Stunde zuvor überquert. Das nächste Ziel wird jedenfalls Kansas City sein und da die beiden ihre Kuh gegessen haben, hat Hotpants auf diese natürlich einen Upturn. Sie ist zudem noch eine Sprayerin und mit der
Dosa aka ihren Stand Cream Starter kann sie jedenfalls Fleisch entfernen und woanders draufsprühen, sodass man nicht mehr vernünftig atmen kann. Einfach gefühlt so eine Fettabsaugung. Jedoch haben die beiden nicht ihre Kuh gekillt, also hören sie auf zu kämpfen. In Kansas City scheint auch das nächste heilige Leichenteil zu sein, was aber auch Dio finden möchte. Besonders kritisch, dass sie sich jetzt verlaufen haben und das trifft natürlich auch auf Hotpants und Gaucho zu. Offenbar muss man hier nämlich einen Stand-User besiegen, sodass Gaucho Rindo Road Again angreift, jedoch trifft er nicht und deshalb wird der Spanier verheerend getroffen. Hotpants stellt den Fremden auch nun eine Falle, indem sie ihren Creamstarter hinter diesen platziert und Gyro durchlöchert nun Ringo, jedoch wurde dieser nicht getroffen, da dieser mit seinem Stand Mandom für 6 Sekunden die Zeit zurückspulen kann und er macht das alles auch nur, da er durch die Duelle wachsen will. Hotpants trennt aber nun Ringos Arm ab, jedoch spult dieser die Zeit zurück, sodass er nun die Dame verletzt. Johnny attackiert nun aber trotzdem, wo er seinen Gegner zwar trifft, aber selbst einen Kopftreffer kassiert. Auch Hotpants und Gyro werden hart getroffen, sodass er nun Johnnys Arm für den Präsidenten an sich nehmen will. Aber offenbar scheint Johnny doch noch zu leben. Ringo wuchs jedenfalls als ein gebrechlicher Junge in Armut auf und in einer Nacht tauchte ein Mörder auf, der sich an den Jungen vergehen wollte, jedoch schnappte sich Ringo dessen Waffe, womit er ihn erledigen konnte. Das Gefühl danach war fortan für den sonst so schwachen Jungen wie ein Lebenselixier. Gyro hat hier auch eine unglaubliche Entschlossenheit und deshalb trifft er seinen Gegner hinter der Wand. Jedoch spult dieser wieder die Zeit zurück, aber nun entdeckt Gyro Ringos Schwachstelle, nämlich dessen Schlüsselbein und mit einem Hit darauf könnte dieser seine Stand-Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Je Gyro und Ringo kassieren nun einen starken Treffer, jedoch kann der Gegner ein erneutes Mal die Zeit zurückdrehen. Gyro startet aber einen weiteren Versuch und hier schützt Ringo sich auch, jedoch sorgt einfach ein Holzsplitter für dessen Niederlage. Darauf wird dieser gefinisht, nachdem er noch Gyro zu der wahren Welt der Männer begrüßt. Johnny überlebt auch, da sie mit Hilfe von Hotpants Stand sein Fleisch ersetzen und da er halt der MC ist, so hä? Sie treffen nun auch auf Poco Loco plus Sandman und offenbar hat Dio einen Vorsprung von einer Stunde. Bald wird auch ein Sturm auftauchen, wo offenbar auch das nächste heilige Körperteil zu finden ist, wo sich aber leider auch Dio zu aufmacht. Mr. Steel scheint auch gegen den Präsidenten zu arbeiten und dessen Frau lernt nun auch das Lippenlesen, sodass sie nun weiß, dass dieser entsorgt werden soll, sobald er keinen Mehrwert für Valentine bietet, weshalb sie auch eine wertvolle Information von diesen stiehlt. Deswegen scheint sie auch im Bedrängnis zu sein, jedoch taucht darauf Tim auf, welcher sie rettet und außerdem soll sie sich nun am besten an Gyro und Johnny wenden. Lucy will nun jedenfalls das nächste heilige Körperteil woanders hinbringen. Jedoch wird Tim von Valentines Untergebenen Mr. Blackmore gestellt und da sein Gegner den Regen kontrollieren kann, wird Tim stark verletzt und darauf erschossen. Blackmore weiß aber, dass es Lucy war, welche nun die heilige Wirbelsäule ergattert hat und diese wird nun auch von diesen angegriffen, sodass er das Körperteil nun ihr wegnimmt und es sich selber einsetzt. Und ist das der Besitzer der heiligen Körperteile? Lucy ist jedoch noch nicht am Ende, also erschießt sie den Typen, um die Wirbelsäule zurückzuholen. Währenddessen haben Johnny und Gyro Dio eingeholt, sodass die drei nun kämpfen, jedoch flüchtet Brando und um aufzuholen, kopiert Zeppelin nun Dios Reitstil, aber dieser hatte offenbar Gyros Pferd mit kleinen Viechern bepflanzt. Aus diesem Grund greift Johnny Dio an, aber das ist natürlich nutzlos, sodass Gyro mit seinem Steelball angreift, womit sie Dio endlich überholen können. Danach treffen sie auf Lucy, welche den beiden das Geschehen erklärt, jedoch funkt Blackmore dazwischen, der anscheinend doch noch überlebt hat und mit den Regentropfen kann er einerseits die Angriffe ablenken. Andererseits sind die Tropfen jetzt wie viele einzelne Geschosse, was durch seinen Stand Catch the Rainbow passiert. Johnny sieht aber seine Chance, sodass er dessen Arm abschießt, jedoch kann Blackmore diesen immer noch kontrollieren. Gyro wirft jedoch erneut seinen Steelball und da dieser die Regentropfen durch seine Rotation verdunsten lässt, kann sich der Feind auch nicht mehr schützen, sodass der Ball trifft. Danach bekommt Johnny auch noch die Wirbelsäule überreicht. Dieser ist nun auch auf den zweiten Platz und zwar genau hinter Gyro. Okay, vielleicht doch nicht, da sie jetzt hinter Poco Loco und Norisuke sind. Norisuke bekommt auch bald gefüllt Rente für 10 Leben und der Typ hat einfach mal 2 Bauchnebel. Sheesh. Gyro möchte Lucy jedoch nicht helfen, aber dafür möchte er, dass sie Valentines heiliges Herz stiehlt und dafür gibt er ihr sein drittes Auge. Währenddessen will Dio mit dem Präsidenten zusammenarbeiten, um Johnnys Hand zu holen. Dafür möchte er auch der Bürgermeister von Manhattan Island werden. Für das Ganze bekommt er auch die Hilfe von einem weiteren mächtigen Stand-User. Das nächste Ziel ist jedenfalls Chicago und offenbar ist Gyro begabt. Auf einmal fällt aber eine Hütte zusammen und plötzlich wird Johnny verletzt. Nun erscheint auch dort Han und Gyro will diesen auch angreifen, jedoch verpufft dieser einfach. Der Typ wird nämlich einfach nur als Werkzeug vom originellen Stand-User benutzt und Johnny wird zudem noch unter der einstürzenden Hütte eingesperrt. Nun greifen aber komische Dinge an und zum Glück hat Johnny doch noch überlebt. Dieser erinnert sich auch an seinen Bruder, der besser als Dio ritt, jedoch starb dieser
eines Tages, sodass Johnnys Vater seinen Frust immer auf seinen noch lebenden Sohn übertrug. Er findet es auch nur gerecht, dass er nicht mehr laufen kann, da er sich selbst Schuld am Tod seines Bruders gibt. Außerdem setzen die kleinen Viecher die beiden jetzt auch noch unter Feuer. Um davon zu entkommen, soll Johnny seine Nägel in ein Verhältnis von 9 zu 16 rotieren lassen, also in der Form eines goldenen Rechteckes, und mit dieser Technik werden die Geschosse auch viel stärker sein, aber er schafft die neue Rotationstechnik nicht ganz. Trotzdem können sie erstmal entkommen. Der Gegner greift aber immer noch mit seinen Soundattacken an und deshalb attackiert Johnny, aber der Angriff verfehlt den Gegner. Außerdem wird Gyro auch sehr stark verletzt und zum Glück taucht Sandman auf, der den vermeintlichen Stand-User killt. Aber offenbar ist einfach mal Sandman der echte Stand-User, nämlich heißt sein Stand in a silent way, wobei er mit den Geräuschen attackiert. Auf einmal erkennt Jojo aber die Form des goldenen Rechteckes anhand der Natur und deshalb sind seine Schüsse auch endlich viel stärker. Er greift nun Sandman an, jedoch kann sich dieser durch seinen Stand schützen, aber Johnnys abgefeuerter Nagel verfolgt den Gegner weiter, da das goldene Rechteck für eine unendliche Rotation und eine Weiterentwicklung zu Task Act 2 sorgt. Junge, wirklich, dieses Task auszusprechen, es ist wirklich nervig. Offenbar heißt Sandman auch eigentlich Soundman und Johnny hat jetzt nur noch 2 Schüsse für seinen Gegner übrig, da diese Schüsse viel langsamer nachwachsen. Der erste wird reflektiert, jedoch verfolgt dieser nach seinem Einschlag wieder Soundman, jedoch hält das nicht lange. Mit seinem letzten Schuss durchlöchert er deshalb einen Schmetterling und dieser fällt auf den Gegner, sodass der Schuss Soundman heftig verletzt, jedoch überlebt der Gegner. Johnny hatte jedoch zuvor einen Steelball geformt, womit er Soundman besiegt und dieser in seinem letzten Moment noch für seine Schwester betet. Darauf kommt aber Hotpants vorbei, welche jedoch Johnnys Leichenteile stiehlt und ihn darauf K.O. haut. Die Dame ist aber nicht mal so asozial, da sie die beiden noch mit ihrem Spray geheilt hatte. Und was ist das für ein wichtiger Flashback? Hotpants hat Johnny außerdem noch einen Teil seiner Fähigkeit gelassen und krass, was er damit alles machen kann. Auf einmal sind aber 11 Reiter in der Nähe und außerdem wird noch Gyros Steelball geklaut. Bruder, und was ist das für eine komische? Von ihr bekommt sie nun auch die Kugel wieder und Alter, so welche Sachen möchte ich auch. Anscheinend ist Sugar Mountain nämlich eine Stand-Userin. Offenbar muss man nämlich bei der Auswahl, welche sie immer stellt, auch immer ehrlich sein, sonst stirbt man. Sie hat auch die heiligen Ohren und den rechten Arm, da sie dessen Beschützerin ist und nun bekommt Johnny auch die Körperteile, da er die Wahrheit sagt. Außerdem sagt Sugar Mountain noch, dass sie die Sachen, die sie von ihr bekommen haben, bis zum Sonnenuntergang benutzen müssen, sonst werden sie wie ihre Eltern enden. Deshalb wollen sie auch gleich mal wen das Land abkaufen, jedoch glaubt der Typ eher, dass sie ihn verarschen wollen. Die Uhr werden sie jedoch los, aber darauf verwandelt sich Gyro in einen Baum, da man die Sachen benutzen und nicht nur verschenken muss. Deswegen nimmt er sich die Uhr zurück und außerdem können sie nun die Pilze für einen Hügel loswerden. In der Stadt können sie zwar auch etwas mit dem Geld anfangen, jedoch wird das nicht weniger, sondern eher im Gegenteil. Im Casino treffen die beiden aber wieder auf die 11 Männer, wovon sie auch einen killen, aber auf einmal sind die 10 anderen nicht mehr da. Die Typen sind nämlich durch den Stand Tattoo You fusioniert, sodass sie Gyros Arm treffen. Johnny wird ebenfalls getroffen, jedoch schießt er erfolgreich zurück und durch Gyro scheint die Sache geklärt zu sein. Und Bruder, was ist das für ein trojanisches Pferd? Deshalb sind die beiden nun unter harter Bedrängnis und offenbar kommen die Typen aus den Markierungen der Leichen, welche als Art Portale dienen. Die Situation ist nun auch ziemlich aussichtslos, da Johnny nur noch einen Schuss zur Verfügung hat und Gyro außerdem noch stark blutet. Jetzt kommt auch die nächste Welle, wo Jojo seinen letzten Schuss benutzt und mit der Rotation lässt er den Gegner auf sich selbst schießen. Die Gegner pushen jetzt auch so richtig, aber zum Glück werden sie von den anderen Leuten gerettet, denn diese hat Gyro mit dem Geld und der Uhr bezahlt. Gyro verwandelt sich aber immer noch in einen Baum, da sie auch noch die heiligen Leichenteile loswerden müssen. Deshalb wird Gyro auch ein Teil des Baumes und da dieser nun dort ist, hat dieser Baum sogar Sugar Mountains Eltern wiedergegeben. Jedoch überlebt Gyro doch noch, da Johnny die heiligen Leichenteile noch mit den letzten der 11 gegen eine Flasche Wein getauscht hat. Damit hat Valentine nun auch die beiden Ohren und den rechten Arm. Es geht nun aber mit Dio weiter, welcher dem Präsidenten die Information gibt, dass eine Frau die Wirbelsäule stahl. Dessen Untergebener Mike O will auch mit der Hilfe seines interessanten Stands namens Tubular Bells die Dame aufspüren und entsorgen. Und auf was für ein Trip ist Lucy? Die geht ja richtig die First Lady an. Araki ballert hier auch mal wieder die wichtigen Informationen raus. Scarlett hat jedenfalls Lucy eingeladen und offenbar kann der Präsident einfach Mandoline mit den Füßen spielen. Wirklich krass. Und auf einmal will Scarlett, dass sich die 14-Jährige auf sie draufsetzt, was natürlich auch passiert. Also wird die First Lady gekrönt. Jedoch pennt die weg, wofür Lucy auch mit der Hilfe von Hotpants gesorgt hatte, sodass sie nun Valentines Herz stehlen möchte. Durch Hotpants kann sie sich auch das Aussehen von Scarlett aneignen, womit sie den Präsidenten austricksen will, jedoch sind hier wieder die Dinger von Mike O. Aus diesem Grund stimmt sie auf Valentine zu, wo sie auch fast an das heilige Herz kommt, jedoch wird sie darauf von Mike O's Stand attackiert, worauf die Aktion gescheitert zu sein scheint. Scarlett kommt jedoch
jedoch dahinter, weshalb sie Lucy angreift. Jedoch lenkt Mrs. Steele den Stand auf Scarlett, worauf diese jetzt mehr als nur Kopfschmerzen hat und deshalb drauf geht. Lucy flüchtet danach in das Badezimmer, wo auch Hot Pants auftaucht, und sie hat jetzt nicht nur das Herz, sondern auch einfach alle drei Körperteile bekommen können. Jedoch sieht Mike O die beiden, weshalb Hot Pants diesen beseitigen will, jedoch verliert sie dabei ihren linken Arm und außerdem wird diese danach noch härter getroffen. Hot Pants ist aber noch nicht am Ende, sodass sie den Untergebenen doch noch mit ihrem Fleisch besiegen kann. Lucy bleibt jetzt auch unentdeckt, da sie sich durch das Fleischspray wieder als Scarlett ausgeben kann. Hot Pants konnte auch die Ohren und das Herz mitnehmen, jedoch musste sie den Arm bei Lucy lassen. Nun geht es aber weiter mit Valentines Untergebenen, nämlich Magent und Vaker Pipo. Letzterer fühlt sich auch schuldig, da er seine Schwester zu einer gewaltvollen Ehe drängte und daraufhin killte er für die Scheidung in einem Duell den ekligen Ehemann, jedoch war dessen Vater sehr einflussreich, also musste er das Land verlassen. Und da er aus dem gleichen Land wie Gyro kommt, kämpft er ebenfalls mit den Steel Balls. Währenddessen treffen die beiden auf Norisuke, Baba Yaga und Poco Loco, welche sie folgen möchten, jedoch tauchen die beiden Untergebenen des Präsidenten auf. Die beiden Kugeln haben deshalb ein heftiges Duell, jedoch gehen beide ins Leere. Und was ist hier mit Johnny los? Gyro empfindet dabei aber Gruppenzwang. Offenbar lag Vaker Pipos Schwester auch auf Gyros OP-Tisch. In der Gegenwart angekommen, sagt Gyro, dass der andere Steel Ball nur dafür sorgt, dass man seine andere Seite nicht mehr sieht, obwohl diese immer noch da ist. Deshalb ergänzen die beiden nun die Sicht des anderen, sodass Johnny auf Majin schießt, jedoch bringt das durch dessen Stand namens 20th Century Boys irgendwie gar nichts, da er in dieser Position untreffbar ist. Nun greift Vaker People aber wieder an, jedoch diesmal sogar mit zwei Steel Balls, jedoch wurden diese mit der goldenen Rechteck-Technik geboostet, sodass diese gegen Gyros Kugeln gewinnen. Majin schießt aber auf einmal einen Wolf an und Gyro wehrt die gegnerischen Kugeln mit seinen Händen ab. Außerdem hat Johnny nun keine Schüsse mehr übrig, jedoch kann Gyro Majin leicht verletzen. Darauf bekommt Zeppeli aber brutale Bauchschmerzen und außerdem hat er nun keinen Steel Ball mehr über. Aus diesem Grund nimmt er die Patrone aus seiner eigenen Wunde und greift damit Majin an, aber dieser kann sich mit seinem Stand wieder mal schützen. Auf einmal trifft die Kugel aber doch noch, da diese wieder runtergekommen ist. Damit bleibt nur noch Vaker People übrig, wofür das Duo auch wieder ihre Waffen einsatzbereit hat. Dieser wirft nun seine Kugel genauso wie Gyro, jedoch wollte der Bruder die Attacke nicht aufhalten. Deshalb spammt Johnny seine Fingernägel auf die Kugel, womit er sie ablenken kann, jedoch wird er von den darauffolgenden Steel Balls getroffen. Damit eröffnet sich nun eine Möglichkeit, sodass Gyro den Feind treffen kann, jedoch schützt dieser seinen Körper durch die Rotation. Vaker People wirft wieder seine Kugel, jedoch kann Gyro diese auf einmal mit den Steel Balls zerstören, da er durch die Schneeflocken ein Muster für das goldene Rechteck gefunden hat, womit er den Gegner durchlöchern kann. Da Vaker People nun auch wirklich alles verloren hat, will er nicht mehr leben, jedoch ändert sich das, da seine geliebte Schwester entgegen seinen Erwartungen doch noch lebt. Weiter geht's nun mit den Rennen und die letzten Meter sind angebrochen. Poco Loco wählt durch seinen Stand wieder mal die richtige Route, jedoch kann das Duo durch eine Art Seil den Weg über einen Abgrund abkürzen, womit sie dieses Mal sogar als erstes im Ziel sind. Jedoch hat Magent überlebt, der nun von Lucys Intrige gegen den Präsidenten weiß. Diese wird jedoch nun für tot erklärt, obwohl sie sich zurzeit als Scarlett ausgibt. Die beiden sehen aber nun auf einmal Hot Pants, sodass sie die Dame verfolgen und offenbar hat diese gar keine heiligen Leichenteile bei sich. Auf einmal taucht bei ihrem Körper aber ein Lebewesen auf, worauf sie eingeschlossen wird. Auch Gyro bemerkt plötzlich Gegenstände, die sie eigentlich weggeschmissen haben und darauf taucht ein Stand namens Civil War auf, vor welchen einfach mal Hot Pants heilige Leichenteile liegen. Die Gegenstände fusionieren aber auf einmal mit den Körpern der beiden, sodass Gyro den Stand angreift, jedoch zerlegt er sich selber und weicht so aus. Hot Pants will auch, dass Johnny abhaut, da er sonst gezwungen wird, etwas zu opfern. Bei ihr ist nämlich ihr kleiner Bruder, welchen sie zu ihrem eigenen Wohl einen Grizzly opferte. Darauf konvertierte sie auch und damit sie ihre Sünden endgültig los wird, will sie auch alle heiligen Leichenteile sammeln. Johnny soll jedenfalls die weggeworfenen Gegenstände mit Wasser reinigen, jedoch wird Gyro währenddessen ebenfalls eingeschlossen. Jojo droht dasselbe Schicksal, jedoch kann er sich noch reinwaschen. Er will nun auch angreifen, jedoch gibt ihm einfach Jesus einen Tipp und da Gyro den Stand-User entdeckt hat, kann Jojo bei diesem den Mute-Button drücken. Jedoch steht der Typ einfach wieder auf und damit auch die Sünden von Axel Rowe, die er begangen hat, welche nun so gesehen auf Johnny übergehen. Damals war dieser nämlich auf einen Wachposten stationiert und da er betrunken einschlief, war er daran schuld, dass der Feind ein ganzes Dorf auslöschte. Joestar wird von diesen auch angegriffen und auf einmal macht er den Friendly Fire des Grauens. Jedoch sorgt er dadurch für eine Rotation an seinen eigenen Körper, welcher nun getrennt ist. Die Beine hat er ja eh nicht gebraucht. Sein Stand hat sich nämlich erneut weiterentwickelt, also zu Tusk Act 3, sodass nun seine Hand auftaucht und er Axel Rowe erneut abschießen kann, worauf er langsam wieder erscheint und er auch die anderen Sünden entsorgen kann. Diese Rotation an seinen Körper sorgt nämlich für einen unendlichen
unendlich großen Raum, wo er für ein paar Sekunden rein und rausgehen kann. Trotzdem ist Axl Rowan noch nicht besiegt und außerdem hat dieser nun auch noch ein heiliges Körperteil von Johnny genommen, weshalb dieser nun flüchtet. Jedoch macht Jojo einen auf Dimensionsbohrer, womit er versucht, die Teile wieder zu beschaffen, und er ist nun auch unglaublich entschlossen, sodass er selbst der Leiche schadet, aber Axl Rowan opfert hier seine Hand, um Joestar durch das Portal in den Hals zu stechen. Jedoch darf Axl Rowan durch seinen Stand keine Sünden begehen, also ist Johnny immer noch am Leben und die Sünden gehen jetzt wieder auf den Stand-User über. Auf einmal wird der Feind aber niedergeschossen, und zwar von niemand Geringeres als Funny Valentine, der sich nun die Leichenteile schnappt und nur noch den unentdeckten Schädel, Diegos linkes Auge und Lucys rechtes Auge braucht. Das Duo kommt jetzt auch wieder ins Ziel, jedoch ist das Ergebnis diesmal sehr enttäuschend. Als nächstes wollen sie aber Dio das Auge abnehmen, damit sie mit dem Präsidenten konkurrieren können. Das nächste Ziel ist hier jedenfalls New Jersey, aber das ist nebensächlich, da Magent auf einmal Mr. Steel stark verletzt und da Wecker Pipo Lucy schützen möchte, kämpft er gegen seinen ehemaligen Partner. Dieser geht jedoch wieder in seine Position, wo er nicht getroffen werden kann. Währenddessen ist Lucy bei Valentine und dieser findet auch, dass sie irgendwie anders drauf ist, als er Scarlet sonst kennt, und zu allen Übel fällt auch noch ihr heiliges Auge raus. Lucys Familie war damals auch tief bei der Mafia verschuldet, sodass sie ihre Tochter weggeben mussten, jedoch wollte Steven Steele die Schulden bezahlen, da Lucy ihn davor motivierte, wieder auf die Beine zu kommen. Deshalb täuschte er vor, sie geheiratet zu haben, und diese würde auch gerne irgendwann seine richtige Ehefrau sein. Valentine dreht sich nun aber zum Auge um, jedoch ist dieses plötzlich nicht mehr da, also ist es scheinbar unter der Tür in den nächsten Raum gerollt. Danach erklärt der Präsident, dass nach dem Rennen er und auch die Staaten von jedem respektiert werden. Jetzt will er aber erstmal ein bisschen Druck ablassen. Da Valentine aber ihre wahre Identität herausfinden könnte, will Lucy Valentine abstechen, jedoch hatte er mit ihrem Verrat schon gerechnet, sodass er ihre Scarlet-Verkleidung abzieht, aber zum Glück kann Lucy den Präsidenten sehr heftig verletzen. Jedoch ist dieser einen Moment später nicht mehr da, worauf er plötzlich wieder unverletzt auftaucht. Dieser zeigt nun auch seinen Stand, Dati dies dann dato chip, aka D4C, sodass sich Lucy versteckt, und was ist denn bitte hier los? Da drinnen waren nämlich die anderen Leichenteile und Valentine hat offenbar einen Gefallen an dem Mädchen gefunden, jedoch will er immer noch ihr heiliges drittes Auge haben. Und ausgerechnet Lucy scheint mit dem letzten heiligen Körperteil, also dem Schädel, schwanger zu sein. Bei Becker Pipo springt sich Magent auf einmal hoch, jedoch konnte er Mr. Steel noch per Rotation schützen. Der Ehrenmann wurde aber selber stark verletzt, jedoch kann er den Gegner noch auf dem Flussgrund festsetzen. Aber nun frisst Gyro im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Sie finden jedenfalls Dio und Johnny wäre bereit, auch diesen im Ernstfall umzulegen. Auf einmal wird Gyro aber von Valentine und einem Fremden umzingelt, wovor Joestar ihn schützen will, jedoch wird er darauf von einem Unbekannten mies getroffen, aber er versucht zufälligerweise nicht komplett drauf zu gehen, weshalb er in den Abfluss verschwindet. Deshalb bemerkt Gyro auch den anderen Typen, jedoch wird er von Disco gestoppt. Er will auch mit seinem Steelball angreifen, jedoch kann der Gegner mit seinem Stand Chocolate Disco offenbar fliegende Objekte in diesem Schachbrettfeld kontrollieren, sodass Gyro sich einfach mal selber eine Massage verpasst. Schlimmer wird es, da der Gegner nun eine gefährliche Akupunktur vollzieht. Er kommt jetzt sogar mit einer Art Säureflüssigkeit, welche nun auf Gyro zufliegt, jedoch hat er mit seinen Steelballs eine Illusion erzeugt, weshalb er seinen Gegner besiegt. Danach fragt Gyro ein paar Kinder nach Johnnys Angreifer, aber diese sind sich nicht ganz einig, ob es Wecker Pipo oder Dio war. Ein alter Mann beschuldigt dafür aber Valentine. Wir sehen nun aber einen Flashback, wie sich Jesus von Josef von Arimathea verabschiedete, da dieser in den Osten gehen wollte, wovor er aber noch eine Karte mit 9 Positionen zeichnete. Seine Leichenteile verteilten sich jedenfalls über den Kontinent und offenbar hatte Valentine das Herz in seinen Soldatentagen gefunden, worauf er zum Präsidenten wurde. In der Gegenwart drehen wir jetzt aber ein paar Minuten zurück, nämlich zu 16.05 Uhr. Nämlich war Wecker People offenbar der Schütze, da er davor angegriffen wurde und der Gegner kurioserweise Johnny war. Danach traf er auf Dio. Dieser sah in seiner Perspektive auch Wecker People, worauf die beiden kämpften, und Dio hat hier auch den Typen angeschossen, jedoch war es in der Wirklichkeit ebenfalls Johnny. Durch seine Dino-Fähigkeiten nimmt er aber den Geruch von Valentine wahr und deshalb verfolgt er diesen mit seinen kleinen Dinos, jedoch werden diese auf mysteriöse Weise besiegt. Wecker Pipo weiß auch nicht wirklich, was los ist, jedoch ist klar, dass Valentine der echte Angreifer sein muss. Auf einmal taucht aber D4C auf, sodass dieser mit dem Steelball angegriffen wird, jedoch macht Valentine einen auf Arrancar, denn er hat einfach mal ein Loch in sein Schädel. Dio schallert dem Präsidenten auch mies gegen die Wand, aber auf einmal ist dieser verschwunden und darauf kommt er einfach aus Brandos Körper. Beim nächsten Angriff greift Valentine eine Flagge, in welcher er sich einwickelt, und darauf ist er einfach wieder verschwunden. Beim Untersuchen wird Dio dort auch zum Teil reingezogen und nun sind hier sogar 2 Dios und Valentines. Und da Dio eingesperrt ist, kann sich der Präsident
Dent sein Auge holen und darauf zerlegen sich beide Brandos irgendwie gegenseitig. Valentine kann jedenfalls zwischen benachbarten Welten springen und diese Kraft nutzte er auch, um Johnny anzuschießen, worauf er mit Hilfe seines Standes die Sache auf Dio bzw. Wecker Pipo lenkte. Er ist nun dem Stand auch ausgeliefert, da nur der Präsident zwischen den verschiedenen Welten ohne Schaden springen kann, weshalb seine alternative Version stirbt. Er hilft jedoch den alternativen Johnny mit seinen Dinos, sodass dieser wiederkommt und Valentine angreift, sodass dieser besiegt zu sein scheint. Jedoch ist das nur der alternative Valentine aus der anderen Welt, da er nicht das Auge dabei hat. Er holt nun den richtigen Wecker Pipo zu den Alternativen, sodass diese sich vereinen und sterben. Damit ist Dio auch wieder in der echten Welt. Er erkennt auch, dass wenn Valentine in der richtigen Welt verletzt wird, er durch seinen Stand immer mit einem gesunden alternativen Ich tauschen kann. Jedoch sind die heiligen Leichenteile exklusiv für die normale Welt. Währenddessen spricht eine mysteriöse Stimme die Worte Cut zu Lucy, welche by the way hochschwanger ist und sich sehr um ihren Mann sorgt. Deshalb weint sie auch, jedoch nimmt sie auf einmal ihre Tränen, welche zwar keinen Schaden machen, aber sie kann sich trotzdem gegen Valentines Untergebenen wehren. Diese wollen auch etwas gegen sie unternehmen, aber auf einmal passieren ein paar zufällige Dinge, sodass sie am Ende doch flüchten kann. Die beiden wollen nun jedenfalls zu Lucy, die währenddessen ihren Mann wegbringen will und als sie angegriffen wird, überlebt sie wieder durch eine mysteriöse Verkettung von zufälligen Ereignissen. Sie hört auch wieder diese eine Stimme, welche sie durch die Stadt führt, aber das war einfach Valentine mit Hilfe der heiligen Augen und dieser möchte mit ihr zum letzten Leichenstandort per Schiff fahren, da sie ja in ihren Körper den Schädel hat. Lucy greift auch an, aber das nützt hier gar nichts, jedoch verspricht er, ihren Ehemann nicht zu killen. Diego trifft währenddessen auf Hotpants, welche seinen Mund zusprüht, weshalb auch er ihren Atem wegnehmen will, aber sie kann jederzeit ihren Mund zum Luftschnappen woanders hinsprühen. Hotpants will jedenfalls zusammenarbeiten und außerdem weiß sie, wo Dios Vater ist, an welchen er sich unbedingt rächen will. Anscheinend sind Lucy und Valentine nun auch in einem Zug, jedoch erscheinen auf einmal die Alternativversion von Hotpants und Dio. Währenddessen macht Lucy ein auf Moses. Auf einmal verändert sich aber ihr Körper und nun locken die beiden ihre alternativen Versionen zum Zug, wo Dio diese aus dieser Welt schallert und auch Gyro plus Johnny tauchen auf. Brando greift nun Valentine's Stand an, womit er ihn verletzt, sodass er flüchten will, aber Dio hält ihn auf. Diego trennt nun sogar die Hände des Präsidenten ab, jedoch fällt unglücklicherweise ein Wasserkrug auf Valentine, weshalb dieser nun wieder die Welt wechseln kann und Hotpants schwer verletzt wird. Und er hat nun sogar mehrere Alternativversionen mitgebracht, welche Dio nun vereint angreifen, jedoch verkleidet Hotpants Brando als Valentine, sodass dieser nun alle bis auf einen entsorgen kann. Den letzten kann Dio durch einen Schlag in den Hals verheeren verletzen, jedoch zieht Valentine seinen Gegner unter die Zugräder, worauf er selbst verschwindet und Dio zu Gojo wird. Offenbar hat Johnny auch einen komischen Fetisch. Außerdem werden die beiden irgendwie von einem Schild verfolgt. Sie werden außerdem noch von Fischen belästigt und Bruder, was ist hier mit Lucy los? Sie hat nun jedenfalls alle neuen Teile in ihren Körper aufgenommen und auf einmal wird der Raum bei Hotpants kleiner und außerdem absorbiert ihr Körper jetzt mehrere Gegenstände, welche sie schlussendlich töten. Offenbar zieht sich auch alles zu Lucy. Außerdem kann Valentine nun durch Lucy eine Lücke im Raum, die Unglück von ihm weglenkt, benutzen, sodass sich sein Stand nun entwickelt hat. Johnny schießt nun auch auf Valentine, jedoch schützt dieser sich mit Lucys Körper, was ein Gentleman, jedoch verfolgt dieser Schuss wieder seinen Gegner nach dem Einschlag, welchen Valentine jetzt auch kennenlernt. Johnny greift erneut an, jedoch kreiert Valentine wieder eine Lücke im Raum, sodass nicht er, sondern zwei Farmer getroffen werden. Gyro wurde davor auch von einem Fisch gebissen und die Wunden davon bewegen sich jetzt auf einmal höher an seinen Körper, worauf er hart einstecken muss. Valentine greift auch nun voller Selbstvertrauen Johnny an und durch dessen besseren Stand nützen jetzt auch Schüsse gar nichts. Generell haben die beiden wenig Chancen gegen Valentine, da sie immer nur jemand anderes treffen und Johnny wird auch fast von D4C gehittet, jedoch trennt er den Waggon ab, weshalb Valentine sich auch wieder zurückzieht, da er in der Nähe von Lucy bleiben muss. Gyro kann auch durch die Wunden nicht weitermachen und durch die Hoffnungslosigkeit der Lage bekommt Johnny Selbstzweifel. Jedoch motiviert ihn Gyro wieder, da es noch eine deckungsdurchbrechende Rotationstechnik gibt, welche Valentines Dimensionstechnik besiegen könnte. Sie müssen nämlich nun mit der Energie, die beim Pferdereiten entsteht, ein goldenes Rechteck bilden. Außerdem scheint Lucy bald komplett eine Leiche zu werden, also zu sterben. Jedenfalls greift Valentine das Duo nun vom Boden aus an und Johnny ist ja auch viel zu hastig. Jedoch schafft er die neue Technik beim zweiten Mal, jedoch wird sein Pferd davor gestoppt und sein Arm darauf von D4C abgetrennt. Johnny stirbt auch fast, jedoch wird Valentine nun davon weggezogen, da der blutige Steven seine Ehefrau wegträgt, worauf Gyro Lucy schnappt und flüchtet. Bei Johnny gehen die Wunden nun ebenfalls höher, jedoch kann er sich nochmal mit seiner Fähigkeit retten. Gyro hatte offenbar auch das Ohr des Präsidenten mit seinem Steelball und der Reitenergie abgetrennt, ohne dass Valentine dies bemerkte. Nun reitet aber Gyro auf den Präsidenten zu, jedoch versteckt sich dieser nun in einer alternativen Welt, worauf zwei Valentines attackieren und Gyro trifft hier
D4C, also schadet er dem Präsidenten in der echten Welt. Deshalb muss sich der Präsident wieder in der Lücke verstecken, jedoch entwickelt Jaibo hier seinen Stand Ballbreaker, weshalb er die Dimensionsgrenze durchbricht und Valentine erfolgreich trifft. Danach killt er noch dessen Alternativversion. Damit scheinen sie auch gewonnen zu haben. Das war natürlich nur ein Joke, da Valentine wieder aufsteht, jedoch ist dieser auf einmal krass gealtert. Jaibo will nun erneut die Dimensionsgrenze durchbrechen, jedoch schafft es Ballbreaker diesmal nicht und Jaibo bekommt hier auch einen harten Treffer ab. Sein Stand konnte die Grenze auch nicht durchbrechen, da der Steel Ball keine perfekte Kugel mehr für die Rotation war, worauf die Kugel auf Jaibo zufliegt und diese zerfetzt ihn, sodass er leider stirbt. Aus diesem Grund ist Johnny sauer und er versucht nun auch das Pferd als Rotationshilfe zu benutzen, was er aber gar nicht hinbekommt. Er wird nun sogar vom Pferd gehauen und da er nur noch einen Schuss übrig hat, sieht es sehr übel aus. Johnny gibt aber nicht auf, sodass er sich durch die Rotation Pferdepower ranholt und damit hat er seinen Stand zu Task Act 4 entwickelt. Mit dem daraus resultierenden Schuss kann er ebenfalls die Barriere durchbrechen, worauf sein Stand Valentine in der echten Welt ultra hart zusetzt, jedoch verschwindet dieser in eine andere Dimension, sodass seine Alternativversion diesen Kampf nun fortsetzen soll. Auf einmal passiert aber etwas Komisches, da Funny Valentine wieder im Boden ist, wo der echte zurzeit ist und hier kann er natürlich nicht atmen. Er versucht wieder seinen Stand zu benutzen und die ganze Sache mit einem Alternativ-Valentine zu klären, jedoch passiert wieder das gleiche und es funktioniert nicht. Denn nun rotiert durch Johnnys Attacke nun auch das Innere von D4C, sodass es unmöglich ist zu entkommen. Valentine erinnert sich nun auch daran, wie sein patriotischer Vater für das Land gestorben ist. Lucy scheint es nun auch wieder besser zu gehen und Valentine bietet hier nun einen alternativen Jaibo als Ersatz herzubringen. Johnny ist sich auch unsicher, ob er das Risiko annehmen soll. Valentine sagt außerdem noch, dass hinter all seinen Aktionen Patriotismus stand, da er die USA zu großem Glanz verhelfen möchte. Johnny möchte jedoch für diese Behauptung einen Beweis sehen, weshalb er Hotpants Fleischspray für die Heilung von Lucy bekommt, wessen Körper gerade gegen die Leichenteile ankämpft. Johnny ist auch fast dabei, Valentine zu glauben und als letzten Test soll dieser eine Pistole aufheben, jedoch greift der Präsident an, aber Joestar kann seinen Gegner endgültig besiegen. Da Jaibo aber nun für immer verloren ist, bricht Johnny in Tränen aus und zudem hat sich Lucy nun von der heiligen Leiche getrennt. Auf einmal ist diese aber einfach verschwunden. Deshalb verfolgt Johnny den Dieb und was ist hier los? Mit diesem Stand stoppt er natürlich auch einfach mal die Zeit und macht for real den originalen Dio-Move. Valentine hatte diesen nämlich vor seinem Tod in diese Dimension geholt. Die Zeit geht weiter und natürlich wird Johnny hier hardcore getroffen, aber seine Geschosse verfolgen nun Dio, jedoch kann dieser davon galoppieren. Johnny beendet nun aber erstmal die 8. Stage mit dem 5. Platz, weil das Rennen existiert ja auch noch und er muss Dio irgendwie austricksen. Bei der letzten Stage sieht er zudem noch seinen Vater, dem alles leid tut, sodass Johnny aus Freude weinen muss. Und auf einmal wird Johnny von Dios aufgespannten Drähten aufgehalten. Dio reitet jedoch davon, also benutzt Johnny sein Stand-Dimensionsloch, um diesen näher zu kommen, worauf Brando wieder die Zeit anhält. Darauf sagt er sein ikonisches Müda! Da er Johnnys Arm nun abtrennen will, jedoch ist er überrascht, da sich dessen Finger wie auch bei Jotaro bewegen. Aus diesem Grund rennt Dio davon, um sich einen guten Plan gegen Jojo zu machen. Dafür setzt er nämlich Johnny in Brand, weshalb sich dieser in der Kanalisation löscht. Von dort unten schießt er auch durch die Decke zu Dio, jedoch stoppt dieser erneut die Zeit und benutzt darauf Fangirls als menschliche Schutzschilde. An der Oberfläche schießt Johnny nun wieder einen Angriff auf Dio, jedoch stoppt dieser in diesem Moment die Zeit, um die Attacke auszuweichen, wonach er Johnny per Pistole verheerend am Hals trifft. Er attackiert jedoch weiter, was nichts bringt. Wobei diese haben doch getroffen, weswegen Dio nun heftig kassiert, aber Johnny wird ebenfalls von seinem eigenen Stand beeinflusst. Brando überlässt Jojo auch sein Schicksal, sodass Dio nun sogar das Rennen beenden will und es auch gewinnt. Nach dem Rennen will Dio auch noch die Leiche in einem Bunker versiegeln, jedoch taucht einfach Lucy auf, die einfach den Körper des echten Dios dabei hat. Da er weiß, dass er nun sterben könnte, hält er nun wieder die Zeit an, aber das bringt nichts durch seine Kampfverletzungen, sodass sich nach 5 Sekunden beide Dios fusionieren und darauf besiegt werden. Zum Glück kommt auch noch Steven bei Johnny vorbei und da er sich selber mit einer umgekehrten Rotation abschießt, ist er auch noch gerettet. Außerdem wird die heilige Leiche nun versiegelt und Johnny bringt Jaibos Leiche zurück in sein Heimatland. Marco hat zudem noch überlebt, da die Monarchie gestürzt wurde. So Leute, ich bin endlich mit diesem Video fertig oder wir sind endlich hier im Outro angekommen. Das war glaube ich jetzt das längste Video, was ich je gemacht habe, aber ich glaube, das wird von
vom nächsten Upload, also von Jojo Lands, also auf jeden Fall Part 8 getoppt. Und ich muss sagen, bis zu den Auftauchen des so gesehen zweiten Dios so, habe ich so den Part circa auf den gleichen Level wie so Part 5, Part 6, also meine Lieblingsparts gestellt. Aber heilige Scheiße, wirklich, wo das noch mit The World und so kam, sehr krass. Und auch nochmal so, wie Lucy da am Ende kam und so gesehen alles geregelt hat, hat mich so ein bisschen an Empurio aus Part 6 erinnert, weil Empurio war ja auch so gesehen Nebencharakter, aber dann hat er nochmal alles zerstört oder alles so gesehen zum Guten gewandt, genauso wie halt hier Lucy. Auch wenn Lucy hier in dieser Story ein bisschen wichtiger war, weil Valentine viel Kraft aus sie gezogen hat, aber ich hoffe mal, ihr versteht, was ich damit meine. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und dann würde ich mal sagen, Tschüssi, Kowski.